Und schon geht's weiter mit Chris. Und Chris ist 31. Guten Morgen, Chris. Hi, Domian. Chris, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, schön. Ich wollte nochmal Kompliment für deine Sendung machen. Echt super, dass es gibt. Dankeschön, Dankeschön. Ja, bei mir ist eigentlich mein Problem, Entschuldigung, ein bisschen erkältet. Mein Problem ist eigentlich, dass ich an meiner Männlichkeit irgendwo zweifle. Im Hintergrund der Geschichte ist, ich habe eine Freundin gehabt, mit der war ich zusammen. Wie lange? War auch alles super, 2 Jahre knapp. Ja, ja. Und es war auch eine super Beziehung, war alles toll. Auch sexuell alles super. Und dann hat man sich eben getrennt, wie das so in Beziehungen ist. Die Leben passten nicht mehr. Man hat verschiedene Jobs gehabt, die dann räumlich auch sehr weit auseinander waren. Hat man einfach beschlossen, dass die Beziehung eben keinen Sinn mehr hat. Und seitdem bin ich eben Single. Und wann war die Trennung? Das ist jetzt 2 Jahre her, anderthalb, ja. 2 Jahre her. Ja. Und seitdem habe ich dann auch mehrere neue Frauen kennengelernt und habe dann auch versucht, mit diesen Frauen intim zu werden. Aber es klappte eigentlich überhaupt gar nicht. Also ich habe von der körperlichen Situation, ich habe natürlich vom Geist her das Verlangen und den Drang danach gespürt, nach körperlicher Nähe, auch nach sexueller Nähe. Mhm. Aber es klappt einfach nicht mehr. Gar nicht? So, weil, nee, gar nicht. Und, also du kriegst keine Erektion? Nee, gar nicht. Ich bin zwar körperlich geil, wenn man das so sagen darf, ja. Aber ich kann es dann eben nicht vollenden, weil es geht einfach nicht untenrum, weil ich immer nur an sie denke und irgendwo klappt das nicht. Und das ist eine Sache, die belastet mich eigentlich jetzt schon seitdem das auseinander ist, seit 2 Jahren. Und ich habe da mehrere Sachen auch versucht. Ich arbeite als Türsteher, so am Wochenende nebenbei. Mhm. Ich würde mich auch nicht unbedingt als hässlich beschreiben, auch im Grunde relativ attraktiv. Mhm. Und dann bekomme da auch mehrere Angebote und bin eigentlich kein One-Night-Stand-Typ so. Habe das aber dann trotzdem mal versucht, weil ich dachte, irgendwann muss es ja klappen. Und dann waren auch Frauen bei, die wirklich absolut in meinen Augen erotisch waren, von oben bis unten. Und man ist dann auch zu mir nach Hause gefahren. Man hat dann miteinander, naja, Spaß gehabt und gefummelt und so weiter und so fort. Und als es dann eben letztendlich ernst wurde, konnte ich dann wieder nicht mehr. Und das ist ein Ding, das belastet mich gewaltig. Ich habe es dann auch schon mit Hilfsmitteln versucht, sprich auch mal Viagra genommen. Ich war schon beim Arzt und der hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, wie hast du dann Viagra mehr oder weniger? Mhm. Klopfte mir auf die Schulter und sagte, dann bist du nicht alleine. Das hat mich dann so ein bisschen auch ermuntert irgendwo. Mhm. Aber man ist dann doch irgendwo wieder alleine. Und du hast es versucht und eingenommen, dieses Medikament? Genau. Und trotzdem nicht funktioniert? Nee, trotzdem nicht. Ich habe gemerkt, ich kriege einen roten Kopf und die Durchblutung ist wohl angeregt, man merkt alles. Mhm. Aber das Blut kommt eben nicht dahin, wo es eigentlich hingehört. Und das ist eine Sache, das belastet mich gewaltig. Wie ist das denn so, Stichwort Selbstbefriedigung, Onanieren, geht das? Ja, aber das mache ich eigentlich ungern, weil es fühlt sich für mich dreckig an. Also es ist für mich nicht, ja, das ist für mich nicht das Wahre so. Das ist also eine komische. An. Wie bitte? Ich fasse mich dann selber an, das ist so, ich meine, ich mag meinen Körper, aber das ist für mich nicht das Gleiche. Ich meine, klar, man macht es, wenn der Punkt irgendwo da ist. Und hast du es früher denn gemacht? Ja, eigentlich nicht, weil ich in einer Beziehung war und das war eigentlich relativ gut dann auch sexuell. Okay, aber es gab ja auch mal Zeiten vor der Beziehung, wo keine Beziehungen waren. Hast du es nie, das ist ungewöhnlich für meinen, deswegen frage ich gerade so. Ja, man macht es schon irgendwo, aber es ist nicht das, was mich befriedigt, so auf Dauer. Ja gut, klar, das ist natürlich nicht so temporär ist es. Also für mich ist nur interessant zu erfahren, ob wenn du es jetzt machst, dann klappt das mit der Erektion. Ja, das geht. Das ist also hundertprozentig. Was denkst du dann, wenn du das jetzt machst? Ja, ich denke dann immer bei der Selbstbefriedigung. Mhm. Dann denke ich eigentlich gar nichts. Dann mache ich mir ein Filmchen an oder ähnliches und dann klappt das. Okay, also du denkst ja nicht explizit an deine Verflossene. Nee. Das nicht? Nee, das nicht. Nee. Das klappt auch alles, weil dann bin ich auch nicht unter so einem Druck irgendwo oder habe das Gefühl, ich gehe fremd oder wie auch immer. Mhm. Weil ich glaube, das ist mein Hauptproblem, dass ich immer meine noch, wir sind noch zusammen, ist ja so im Hinterkopf. Irre, nach 2 Jahren. Und ich meine, ich gehe dann fremd. Also ich kann auch keine Frau irgendwie übernachten lassen oder ähnliches, weil ich dann immer meine, ich gehe fremd, obwohl wir nicht mehr zusammen sind. Mhm. Sag mir noch mal ein bisschen was Konkreteres zu dem Schluss. Wer hat dann letztendlich Schluss gemacht? Sie hat Schluss gemacht. Mit der Begründung? Genau. Ja, mit der Begründung, ich entferne mich zusehends von ihr und ich soll mal lernen, so nach dem Motto, wie ist es ohne mich, dass ich das schätzen lerne, was ich nicht habe, um das dann besonders zu schätzen, wenn ich es wieder habe. Oh, das ist ein Hammersatz. Ja, das ist eine moralische Keule. Genau. Siehst du irgendeine Schuld, dass du dich ja wirklich nicht gut verhalten hast in den 2 Jahren? Ja, es gibt natürlich immer Höhen und Tiefen und der Ex-Freund war immer ein Problem und wenn das zum Ex-Freund kam, dann bin ich dann natürlich auch mal ein bisschen fuchsiger geworden. Das ist eben die Eifersucht. Das ist eigentlich das Einzige, was ich so hatte als Problem. Schlimme Eifersuchtsausbrüche?
Ja, schon. Also ich zitter am ganzen Körper. Ich könnte nie eine Frau schlagen, also nicht. Aber ich werde schon innerlich aggressiv. Ich kriege dann Magenschmerz und zitter am ganzen Körper und verlasse dann fluchtartig das Haus und muss für mich alleine sein, damit ich mich beruhige. Mhm. Denn da hat sie drunter gelitten. Aber ich glaube nicht, dass das Hauptproblem war. Was war das Hauptproblem? Das Hauptproblem ist dann einfach, dass man sich verändert hat. Also wir sind zusammen groß geworden. Wir haben zusammen letztendlich das Leben kennengelernt und sie wollte dann unbedingt studieren und ich hatte einen festen Job und Studienplatz hat sie dann nur in Hannover bekommen und das war dann zu weit weg und dann habe ich dann natürlich auch gesagt, das geht nicht, wir wollen noch Familie gründen und so weiter und dann hat sie einfach gesagt, der Drang für sie, das Studium absolvieren, so, jetzt bin ich schon wirklich nervös, das Studium zu absolvieren, das ist für sie wichtiger als die Beziehung, okay, in erster Linie und sich selbst zu verwirklichen, kann ich auch verstehen für ein junges Mädchen, ja. Dann habe ich gesagt, das ist nicht das, was ich mir wünsche und dann passt es eben einfach nicht mehr. Jetzt sind 2 Jahre vergangen, hast du irgendwie Kontakt mit ihr noch gehabt in den 2 Jahren? Ja, unregelmäßig, man telefoniert ab und zu mal, sie schreibt mir dann auch, dass sie mich vermisst und so. Aber das macht natürlich nur noch schlimmer dann irgendwie. Mhm. Hat sie einen Freund? Nee, hat sie nicht. Sie hat mir jetzt gesagt, sie hat jemanden kennengelernt. Ich weiß nicht, ob sie mich damit quälen möchte oder ob sie einfach nur ehrlich ist. Mhm. Ich meine, vielleicht ist es dann, wenn ich jetzt weiß, dass sie einen festen Freund hat, dass ich dann auch vom Kopf frei bin und dann was mache. Ich habe jetzt auch jemanden kennengelernt. Christina heißt, die ist ein wunderschönes Mädchen. Mit der würde ich auch gerne versuchen, ob es dann klappt. Also es wäre für dich, glaube ich, ich glaube, es wäre für dich ein großes Glück, wenn die endlich einen Freund hätte und dir das auch erzählen würde. Ja, dass man dann vielleicht 2 Wochen traurig ist, aber dann auch von Abschied. Ja, kann, ne? Ich meine, 2 Jahre eine Sache hinterher trauern ist schon krass. Ja. Und offensichtlich hat sie ja für sich eine Entscheidung getroffen, dass sie mit dir nicht leben will. Genau, also, aber sie sagt mir trotzdem nach wie vor, ich wäre ihr Traummann, ich wäre das, was sie gesucht hat und was sie immer wollte. Finde ich völlig, muss ich ja gleich sagen, finde ich völlig bescheuert, wenn eine Frau oder wie auch immer jemand das dann hinterher sagt, nachdem man sich getrennt hat. Was soll das? Wenn du ihr Traummann wärst, wärt ihr zusammen. Ja, nur sie sagt einfach... Geschwafel ist das. Ja, und sie sagt jetzt, ich bin ihr Traummann und den sie jetzt hat, der kommt bei weitem nicht an dem dran, was ich sie geben kann, aber weil es mit uns eben nicht passt, muss sie dann den nehmen. Ja, eben mit euch nicht passt, bist du nicht ihr Traummann. Sonst würde es ja passen. Finde ich völlig, völlig unsinnig. Ich würde dir auch dringend raten, den Kontakt komplett abzubrechen. Was soll das? Das wirft dich, ich glaube, das wirft dich jedes Mal zurück, wenn du so ein Gespräch führst mit ihr. Ja, das Problem, was ich jetzt habe, ich habe, wie gesagt, jetzt jemanden kennengelernt, ein Mädel, mit der würde ich gerne intim werden, sie ist eine wunderschöne Frau, mit der würde ich gerne intim werden, sie ist auch, sie kommt morgen früh auch zu mir zum Frühstück und so weiter, wir haben morgen beide frei, dann würden wir auch gerne ein bisschen kuscheln wollen und so weiter. Nur ich habe einfach Angst, wenn ich sie dann bei mir im Bett habe, ist das schon das erste Mal, dass ich dann als Mann wieder versage. Ne? Deswegen weiß ich nicht, ich sage dann immer meistens vorher die Termine ab oder diese Treffen dann kurzfristig ab, weil ich einfach Angst habe, es geht dann nicht. Du findest die nett, die Frau morgen, die morgen kommt, die findest du nett? Ja, es ist eine wunderschöne Frau. Ja, also nicht nur wunderschön, sondern ist auch ein guter Typ, ja, die Frau. Ja, wunderschön meine ich jetzt in der Gesamtheit. Nicht nur in der Gesamtheit, ja, okay. Charakter, ja, genau. Okay, dann warte doch noch ein bisschen mit der intimen Begegnung. Das muss ja nicht gleich am Morgen sein, nach dem Kuscheln. Ich traue dann auch nicht zu sagen, dass ich da das Problem habe emotional. Weil finde ich wohl... Das mit, wenn man an die Ex-Runde geht. Doch, das wollte ich mich gerade sagen. Ich glaube, das entspannt einen schon sehr, wenn man da mit offenen Karten spielt. Dass du da irgendwie, das ist ja auch so, du lügst ja auch nicht, dass du irgendwie noch verwoben bist mit der alten Geschichte und du dann eine Hemmschwelle hast. Ich glaube, hat dir weh zu tun. Ach, Quatsch. Eine gute Frau, ein guter Partner wird das wertschätzen, wenn du so ehrlich bist. Und ja, vielleicht geht man immer von seinem persönlichen Empfinden aus und denkt, der andere denkt genauso. Ne? Ja, genau. Vielleicht ist das sogar der Kunstgriff, euch allmählich anzunähern und dass es dann endlich klappt. Aber was du auf jeden Fall von deiner Seite aus tun musst, den Kontakt komplett beenden. Wenn es nach 2 Jahren nicht wieder gefunkt hat, wird es auch nicht wieder funken. Du quälst dich ja. Ja, du quälst dich doch völlig. Ich habe es ja jetzt auch so verstanden, dass du organisch und so bist du völlig in Ordnung. Das ist eine reine Kopfsache, ne? Ja, ist eine absolute Kopfsache. Ja, ja. Ich kriege es eben nicht raus. Ja, ja, ich weiß. Ich habe es mit der Psychotherapie versucht. Ich habe 7 Sitzungen gemacht. Und als dann das Thema kam mit der Ex-Freundin und mit diesen körperlichen Problemen, bin ich dann mehr oder weniger fluchtartig durch die Tür und habe mich auch nie wieder gemeldet. Und nicht sicherlich auch ein Fehler. Aber ich glaube, dass du es auch alleine schaffen kannst. Aber dafür musst du eine Entscheidung treffen. Und du hast die Entscheidung noch nicht gefällt. Nämlich, dass du dich
dass du entscheidest, diese Sache ist wirklich vorbei mit der Ex. Ja, und das weiß man das vom Herz irgendwie nicht. Ja, aber da muss man sich dann auch anstrengen und das sich immer wieder einbläuen. Wenn man zulässt, da noch gewisse Hoffnungen zu hegen oder zulässt, sich da einlullen zu lassen von solchen Sprüchen von der Frau, hast du schon wieder verloren. Ich glaube, das alte Rezept bei diesen Liebeskummergeschichten, und das ist ja eine Liebeskummergeschichte, ist nur extreme Strenge. Du bist Türsteher, du bist ein harter Kerl wahrscheinlich in diesen Sachen. Ja, nach außen, klar. So, dann wende das mal für dich innerlich auch an. Dass du da einen Schlussstrich ziehst, das war Vergangenheit, das ist vorbei. Und du nach vorne guckst und nicht immer und immer, immer wieder nach hinten guckst. Das ist traurig, das ist gelaufen, aber es ist vorbei. Und wie lernt man dann sowas, wieder da intim zu werden? Dass man einfach sagt, jetzt, ich sag's mal jetzt platt, einfach, ich nehme alles, was kommt, oder dass man sagt, man versucht wirklich das über Vertrauen oder so kennenzulernen? Ist eine Typfrage. Wenn du eher ein Typ bist, der nicht alles, was kommt, machen möchte, ist sicher. Ja, bist du nicht, ne? Nein, eigentlich nicht. So, dann wäre das ja, was morgen da ansteht, eine gute Möglichkeit, sich über eine Zuneigung zu einer Frau wieder in ein normales Level zu bringen. Hm. Mach es, geh es vorsichtig an. Schlaf nicht gleich mit der Frau. Erzähl dir ruhig mal aus deiner Vergangenheit. Das finden Frauen auch toll, wenn Kerle erzählen. Und wenn das eine gute Frau ist und wenn die ein gutes Herz hat, dann wird ihr das verstehen und ihr habt die besten Chancen. Ich bin ganz optimistisch. Okay. Ja, ich habe eine Nachbarin, mit der rede ich da sehr oft und häufig drüber. Das ist wie ein Kumpel für mich. Hm? Und sie ist sexuell, ist sie auch sehr offen und erzählt mir auch, was sie mit ihrem Mann so macht und so weiter. Und das finde ich ja schon interessant. Und ich höre auch gerne zu und sie gibt mir auch Ratschläge und sagt noch so und so und so. Hm? Das, was mich daran irgendwo ärgert, ich habe immer zu weiblichen Personen diesen Kontakt, aber wenn es dann hart auf hart kommt, kann ich dann wieder nicht meinem Mann stehen. Ne? Und auch bei meiner Nachbarin, die ist auch eine attraktive Frau, und der mag ich das auch nicht so sagen, was ich dann sage, gut, das funktioniert dann einfach im Bett nicht mehr. Ne? Ja. Da muss man dann irgendwo auch, ja, man lügt dann auch irgendwo, um seine Männlichkeit auch zu schützen. Mhm. Ne? Also, geh's mal so an, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Du hast nichts, überhaupt gar nichts zu verlieren. Du hast nur zu gewinnen. Mhm. Mach es, versuch es, Chris. Gut, dann versuche ich das morgen einfach mal, dass ich mit ihr darüber rede, ganz offen und ehrlich. Genau. Und dann sehe ich auch, wie sie sich verhält. Genau. Und sie dann sagt, okay, wir versuchen jetzt mal langsam mit Küssen und Streicheln und so weiter, dass du auch eine Erotik findest hier irgendwo. Absolut. Und wenn du dann soweit bist, dann geht's dann eben weiter, ne? So, genau so. Toi, 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 Chris, alles Gute. Noch eine letzte Frage kurz. Und meinst du das medikamentöse als Unterstützung oder bringt das gar nichts? Das kann man ruhig machen. Also Unterstützung, irgendwann mal kann das sicher schon hilfreich sein. Das glaube ich schon. Wenn dir der Arzt das sowieso auch empfohlen hat, kann man da bestimmt nichts falsch machen, wenn du es nicht zu hoch dosierst. Und der Partnerin das auch sagen oder lieber das heimlich auf die Toilette, wenn ich gehe eben duschen oder so und dann schmeißt es dann rein? Auch eine schwierige Frage. Am besten wäre natürlich alles ohne. Das wär die beste Methode. Mhm. Also die Problematik erzählen und geh erstmal vorsichtig an die Frau ran. Okay. So, alles Gute, Chris, und toi, toi, toi. Super, Domenic, danke dir, ne? Gerne, tschüss. Danke. Ciao.